Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Tanks. Wir zeigen heute mal den Badger in einem relativ guten Match, beziehungsweise was noch relativ gut für uns verlaufen wird. Wir haben hier drei Zehner, also drei richtige und eine Arti, ein paar Neuner, also auch wirklich nicht viel und dann einen Haufen Achter. Das sind für uns perfekte Voraussetzungen. Es gibt viele Achter, die können uns nicht mal hier durch die Unterwanne schießen. Das heißt, wir nehmen einfach keinen Schaden, selbst wenn wir in frontaler Konfrontation sind. Und das Ziel war jetzt erstmal zu schauen, wo fahren unsere Leute hin. Wir sehen, wir haben drei Leute hier. Das sind Achter Mids, Achter Light und die Bad Chat. Dann haben wir hinter uns noch zwei TDs und dort oben noch einen dritten TD. Das sind alles relativ mäßige Panzer, beziehungsweise sind wir auch nicht sonderlich viele, vor allem nicht viele Heavies. 60 TP auf der anderen Seite, die IS-3-2 auch. Und dementsprechend haben wir uns dann erstmal hier etwas zurückgehalten. Der TVP ist da auch direkt durchgepusht, hat unseren LTDB rausgenommen. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, du bist ein TD, da fährst du jetzt mal nicht bis nach ganz vorne vor. Wenn wir nämlich bis J2 oder so gefahren wären, hätte man uns zirkeln können, beziehungsweise hätte der TVP, der jetzt da oben steht, der TVP, VTU und der E75, also bei H5, hätten die da gewonnen, hätten die mich auch umrunden können und somit versuchen wir einfach hier den Torbogen zu halten mit den anderen TDs zusammen. Einen Schuss haben wir schon angebracht auf den TVP und jetzt heißt es eigentlich nur warten. Dort kommt er, zweiter Schuss sitzt und schon mal 1000 Schaden, nach 2 Minuten völlig okay. Jetzt sehen wir hier, die Grille hat uns 800 gedrückt, das ist natürlich eine Katastrophe. Wir snappen den Kampfjagdpanzerwagen oder wie der heißt, in die Seite und drücken dem auch noch einen zweiten. Jetzt sehen wir hier, wir stehen vor einer kleinen Erhebung im Boden, wodurch wir unsere Unterwanne versuchen, ja, bestmöglich zu verstecken. Wir haben jetzt nochmal zwei, drei Schüsse angebracht, sind bei 2300 Schaden und so langsam kommen die jetzt hier rangepusht. Wir sind hier auch nur noch zu zweit. Wir sehen, es sind sechs Gegner circa, die aber einer nach dem anderen missplayen. Die E7 fokust uns nicht und der TVP nimmt jetzt eigentlich eine gute Position ein, könnte jetzt rumfahren und mich hier aus dem Leben nehmen, hatte aber gar kein Interesse daran. Zumindest sieht es nicht danach aus. Den Schuss hat er nicht gezielt, er bounced. Und er bounced normal, weil wir uns leicht schräg angestellt haben. Dadurch hätte er uns ans Kettenrad geschossen, kein Schaden. Ja. Man sieht vielleicht hin und wieder, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, dass ich eine relativ schlechte Ping hatte. Also teilweise hier um die 200. Die ist dann wieder gedroppt, also es war wirklich in der Situation kritisch. Wir sehen jetzt hier die Grille. Die schießt uns auch ins Kettenrad. Es ist echt dankbar. Wir versuchen uns möglichst schnell zu drehen, sobald wir geschossen haben, damit man einen guten Winkel auf der Unterwanne hat und damit die Gegner dazu verleitet werden, ins Kettenrad zu schießen, was bei uns allerdings nie Schaden macht. Jetzt nutzen wir hier weiter die Ridge, kassieren einen, teilen einen aus, sind aber schon bei 5000 Schaden, weil sich die Gegner hier wirklich weggeworfen haben. Die sind wirklich fokussiert auf das 704 dort oben und uns und dadurch haben die natürlich nicht den Fokus hinbekommen, einen von uns beiden vernünftig rauszunehmen und dann den anderen. Wir hingegen konnten hier ja, 1, 2, 3, 4 ohne Probleme auseinandernehmen. Da sind auch zwei Zehner bei, was natürlich richtig wichtig ist. Die IS-7 steht hier noch. Der haben wir auch gut einen eingeheizt, also die hat auch noch kaum HP. Allerdings müssen auch wir ein bisschen aufpassen. Man sieht hier der nächste Fehler vom Stritzwagen. Also es ist ja wirklich lächerlich, so fortzufahren. Da braucht man auch nichts anderes erwarten. Die haben wirklich ordentlich versucht, das 704 rauszukriegen. So, jetzt schieße ich. Keine Ahnung, warum der nicht durchgegangen ist. Der hätte eigentlich reingehen können. Hätte der Kill sein können auf die IR-7. Aber wir müssen halt jetzt vorsichtig sein. Zwei Artis leben noch. Die können uns auch mal 500 Schaden machen und dann sind wir One-Shot für die IS-7. Beziehungsweise auch andersrum, wenn die IS-7 uns trifft, den Schaden bringt. Und jetzt schön auf die Oberwanne, wollte ich sagen. Und wir haben das Kettenrad getroffen. Denkbar ungünstig. Dementsprechend laden wir sofort die Premium-Munition und schießen durch die Oberwanne durch.
Dafür mussten wir auch, wir mussten auch dafür sorgen, mit unserem Repair Kit, glaube ich, unserem, wie heißt der Zeug denn? Hier unten auf 5, das kleine Erste-Hilfe-Kit, mussten wir dafür sorgen, dass die Betäubung weggeht, weil die Betäubung ist natürlich ein riesen Nachteil, wenn du im Nachladen bist und versuchst, als Erster nachgeladen zu sein. Dementsprechend haben wir das benutzt, haben den schnelleren Reload als die E7, deutlich schneller. Also wir sind bei 6,6, glaube ich, und die E7 müsste so bei 11, 12 rum sein. Und somit konnten wir die easy rausnacken, haben 6.900 Schaden gemacht. Und die Arti dort hinten wurde dann auch rausgenommen, das Match war vorbei. Und wir schauen uns eben nochmal die Stats am Ende an, um zu sehen, was wir dann wirklich vollbracht haben dieser Runde. Weil wir haben dieses Tor gut gehalten, zu zweit gegen 8 Leute ist eigentlich unmöglich, aber mit dem Bachelor geht alles. Wir sehen in der Auswertung, wir haben 8.000 Schaden gemacht, 6.914 davon durch Eigenschüsse und 1.164 durch unser Team. Man muss sagen, wir haben diesen Engpass da gut gehalten. Dafür sind wir auch quasi gebaut worden. Unser Objekt 704 hat uns auch gut unterstützt, sodass die Gegner nicht einfach durchpushen konnten. Die können uns sonst einfach circlen, das ist eine Katastrophe normalerweise, aber in dem Fall hatten wir ja die kleine Bodenwelle. Viele Schüsse sind gebounced, wir sehen das hier, die Stahlwand, easy going und nochmal Nerven aus Stahl. 3000 Schaden gebounced, also das ist halt absolut perfekt, absolut perfekte Stats. Ja, wie gesagt, wir nutzen diese Bodenwelle, die Gegner schießen uns auf die Oberwanne, kommen da nicht durch, da sind wir wirklich unfassbar stark gepanzert und dementsprechend konnten wir hier 1200 Erfahrungspunkte mitnehmen. Damit sind wir natürlich deutlich besser als der ganze Rest unseres Teams, obwohl wir Stufe 10 sind und die Stufe 8 bevorteilt wird. Schaden, beim Schaden, wenn du Schaden machst, kriegst du mehr Erfahrung, I guess. Aber wir sehen hier, es war wirklich close combat, wir haben 19 Schüsse abgegeben, davon haben wir auch wirklich 19 getroffen, das ist eigentlich perfekt. Wir standen ja wirklich auch genau vor dem Gegner, 16 Schüsse haben dann Schaden gemacht und ja, das können wir uns ja alles durchgucken, dies, das, sieht alles perfekt aus. Und dafür ist der Panzer wirklich auch gut zu gebrauchen. Wir stellen uns immer an solche Positionen hin, wo wir die Unterwanne verstecken können. Wir sorgen dafür, dass wir möglichst wenig Möglichkeit für Schaden an uns anbieten und dann nutzen wir einfach die unglaublich hohe DPM vom Badger und rotzen da den einen nach dem anderen aus dem Leben. Ja, ich war hier kurz vor meiner zweiten Gunmark, ich habe die im Laufe des Tages dann auch noch geschafft und solche Matches helfen natürlich dann solchen Zielen auch relativ schnell näher zu kommen. Ja, das war's für heute, haut rein und bis zum nächsten Mal.